Hallo, Halli, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz, euer alter Knack aus dem Rostingstädtchen in Lenkbach im Wienerwald. Ich sitze hier an meinem selbst persönlich gekauften YouTube-Videotisch im Sein Klassik, das heitle Kindergramm, das hoffentlich ihn dann mal als Museum für Flipperautomaten und Lego-Sets eröffnen wird. Und ich habe euch was mitgebracht. Das, meine lieben Freunde der Blasmusik. Oh, kennt ihr die Bewegung? Ich halte das mal etwas näher hin. Ich hoffe, es fokussiert. Jetzt habe ich wieder den falschen Pullover. Ja, an das, meine Freunde, ist ein CPE-Sackerl. Ja? Warum ich das habe? Da war was drinnen. So, habe ich noch was mitgebracht. Und zwar von 1964 und 1965. Kataloge! Ja, und jetzt haben wir das Problem mit dieser Kameraeinstellung, dass ihr original nicht seht. Und deshalb habe ich, Moment, Prost, ein lenkbarer Hochquellwasser, das Wasser von und zu überhaupt. Immer frisch aus dem Messbecher. Meschbecher. Spuck, spuck. Ich habe keine Kosten und Mühen gesteuert, um euch hier persönlich das Lesen zu erleichtern. Deshalb habe ich hier ein Original-Lego-Schild zerstört, um euch hier jetzt von und zu überhaupt sofort, ich schaue nur, dass das der richtige ist, den 1964er Katalog hinzulegen. Jetzt werde ich sagen, hey, das ist ja verkehrt. Besser, oder? Ja. Ja. Und ich habe für mich mitgebracht eine Brille. Ui, weggesagt. Eine Brille, damit ich das besser sehen kann. So. Es ist ein wunderbares Faltblatt mit vielen bunten Lego-Steinen und den Lego-Sortierkästen, die in verschiedenen Größen verfügbar sind. Das sind die Nummern 710, 711, 712 und 713. Die gibt es gefüllt. Der 710er kostet 54,50 Mark. Der 711er kostet 19,90. Der 712er kostet 37,70. Und der 713er kostet nur 13,50. Warum? Weil er leer ist. Ja, den haben sie einfach nicht gefüllt, diese Schurken. Dann geht's weiter. Ja, so, das ist schon. Muss da jetzt immer, ist alles neu. Die Nummer 40 und 50. Neue Geschenkkästen als Schiebeschachtel. Der 40er kostet 19,50 und der 50er 24,50. Und hier herüben haben wir noch Geschenkkästen, Grundstück für jede gute Lego-Sammlung. 700-1 um 14,50. 700-3 um 11,25, 700-3a um 9,50, 700-4 um 7,65 und 700-5 um 6,75. Wir reden natürlich immer von deutschen Mark, denn das ist ein deutsches Flugblatt, weil das österreichische hat es noch nicht zu mir geschafft. Ich bin noch immer auf der Suche. So, weiter geht's und jetzt kommt etwas, von dem weiß kaum jemand, dass es das gibt. Und zwar das Lego-Logo. Nein, Schatzchen. Es gibt spezielle Geschenkkästen mit Flachsteinen, damit hier jemand von und zu überhaupt architektonische Leistungen vollbringen kann. Diese Dinger werden, falls ihr einen habt, urteuer gehandelt, weil sie keiner hat. Da gibt es den 750er um 90, den 751er 28,50, den 752er um 18,50. Ja, und dann kommt schon die Garage. Na, also mit automatischer Tür, aber von und zu überhaupt. Hier? Ja. Um 4,50. Die Nummer 310, ein Geschenkkasten, Esso-Tankstelle um 13,50. 314 ist der Geschenkkasten mit den Drehelementen auf den Rädern um 98. Der 315er kostet 3,90. Das ist ein kleines Auto, aber ein herziges Auto, so mit Lichtern und mit Kennzeichen. Super. 316, ein Geschenkkastentraktor um 6 Mark. 317 ist der Lastwagen mit der Ladefläche um 9 Mark. Und dann gibt es noch die 318 Windmühle um 12,50. Und hier gibt es das alte Lego-Logo. Und wenn ich da jetzt runter schiebe, seht ihr das neue Lego-Logo. Und wenn ich wieder raufschiebe, seht ihr das. Also ist das nicht, das ist ja, war jetzt nicht geplant, aber es ist doch eine super Sache, oder? Hier drüben gibt es dann die Einzelteile
Es wird jetzt ein bisschen schwieriger. Es gibt viele Fenster um 2 Mark. Dann gibt es, das ist die Nummer 214. 215 sind die 2 mal 10er. Nein, 2 mal 8er Steine. Die 216 ist die 2 mal 10er Geschichte. Dann gibt es die Ecksteine, 217, jeweils eine Mark. Hier reden wir immer von 6 Stück und hier reden wir von 12 Stück. 12 Stück normale Systemsteine. Schau. 12 Stück, 215 ist die Nummer, 1 Mark. Oder 14 Stück mit 2 mal 3, 1 Mark. Oder die 220er Nummer, 10 Bausteine mit 4 Punkten, also 2 mal 2er Steinchen. Dann haben wir natürlich die schmale Abteilung, die 1x2er sind es 28, nein 20 um 1 Mark. Ui, jetzt wird schon wieder schlecht zu lesen. Ui, der alte Knacker, ich sag's euch. Ich glaube, ich werde jetzt nicht mehr lesen und ihr lest das selber. Was haltet ihr davon? Lest das doch selber. Die 222 sind die 1er Steine um 1 Mark. Da gibt es die Rundsteinchen 1x1 um 1 Mark. Die 223, die 224 sind die gröberen Rundsteine, die man praktisch um den 2x2 herum bauen kann. Das ist ja mal spannend. Der 2x2er Rundstein ist nicht da. Ha! Das sind aber Schurken. Da haben sie die kleinen und die großen, aber dazwischen haben sie nichts. Ach du meine Güte, steht da ernsthaft 19? Nein, da steht 10, oder? Da steht 19 Bausteine gebogen. Also sowas. Da wundere ich mich, dass ich nicht lesen kann. Also wirklich. Die Nummer 225 sind dann die entweder oder besser gesagt und 1x6 und 1x8 und dann gibt es die Geschichte gedruckt mit diversen Wörtern drauf. Dann haben wir die ganze Abteilung mit Platten. Ich glaube, wir sparen uns das jetzt, dass ich jeden einzelnen vorlese, oder? Das bringt ja überhaupt nichts. Platten, Platten, Platten rund, Platten eckig, Platten eckig, Platten, nochmal Platten, Platten und die Buchstabensteinchen, die sind lustig. Es ist zwar eine öde Partie, wenn man da was damit schreiben will, aber es ist lustig. Und dann gibt es natürlich die Dachelemente. In verschiedenen Schräg- und Zubehör- und Vielfältigkeitssituationen und zwar immer noch blau und rot. Warum auch immer blaue Dachsteine, das wissen wir bis heute nicht. Dann gibt es die Giebelfirststeine und Gratsteine. Dann gibt es natürlich die Lagergeschichte mit Rädern und eine Drehscheibe mit Platten. Und dann haben wir noch die normalen Blättelchen. Die 2x4er, die 2x3er, die 2x2er, 1x1 und 1x2. Und die Montageplatte mit der Tür für die Garage und der Lichtstein von uns über mit Kabeldurchführung. Gar nicht so leicht zu kriegen heutzutage, diese Kabeldurchführungsgeschichte. Ja, ja, ja. Schön, dass es da so viele Einzelteile gibt, oder? Das ist im Prinzip heute, ich meine, du kannst halt im Shop diverse Einzelteile kaufen, aber so, dass du sie im Katalog drinnen hast, in verschiedenen Paketen, das wäre doch fein, wenn es wieder gibt. Und jetzt kommt die teure Abteilung. Also nicht damals, aber heute. Die Bäume. Also diese Bäume, wenn du die heute, wobei die haben noch diese glatten Füße, die mit den hohlen Füßen, die sind, also von uns überhaupt. 230 sind die Bäume und Sträucher um 1 Mark. 231 ist die Esso-Tank-Schildgeschichte mit den Tankstellenteilen. Dann haben wir noch Verkehrszeichen 232 um 2 Mark. Wir haben Lichtmäste um 1 Mark. Wir haben verschiedene Flaggenelemente. Wir haben 270 die Motorräder und Fahrräder. Eher selten heute schon. Und dann haben wir eine Grundplatte. Oh, die 10x20. Und dann haben wir eine große Bauplatte mit 40x40 cm. Die ist heute auch schon viermal so teuer, gell? Nein, doppelt so teuer. Mark of Oil offiziell 1:2, glaube ich, gell? Ja, na, doppelt so teuer. Eigentlich nicht so schlimm. Wenn man denkt, von 1964 bis heute nur Verdopplung des Preises, nicht so tragisch. Da sind die Semmeln und die Milch schon anders gewesen. Hier haben wir den Lego-Stadtplan und ein Bauideenbuch. Dieses ganze Dingsbums kam vom Merkur, das Warenhaus mit Supermarkt. Ob das wohl der Merkur ist, den wir heute noch kennen? Der Schriftzug ist gleich. Also das wäre ja wieder mal ein schönes Dingsbums, wenn wir sagen, finden wir das mal raus. Darüber haben wir noch die Autochens. Ja, es gab ja von Lego so wunderbare Modellautos. Da gibt es den Mercedes-Tankzug, es gibt den Mercedes-Lastzug und den kleinen Wagen, es gibt den Lastbritschenwagen, es gibt den Feuerwehrleiterwagen, es gibt den Abschleppwagen, es gibt den
Sattelschlepper. Es gibt den VW T-Pulli heißt er. T1 Pulli, oder? Ja. Dann gibt es den Pritschenwagen und es gibt die Garage mit dem Käfer. Es gibt die Garage mit dem Opel, es gibt die Garage mit dem Mercedes, es gibt die Garage mit dem... Wieder ein Sender, nicht lesbar. Hui, ich glaube, ich werde mir das nochmal ganz groß kopieren. Mit dem Giha. Ja, Carmen Giha, den kenne ich ja nicht. Kein Wunder, dass ich nicht lesen kann. Dann gibt es noch einen Mercedes Cabrio und es gibt den VW und es gibt den Ford. Ich finde das ein wunderbares kleines Prospektchen. Und damit es nicht ganz so öd ist, habe ich mir gedacht, nehmen wir gleich den 1965er dazu. Nicht wahr? So, da haben wir ihn schon. Optisch leicht verändert. Jetzt ist schon ein Bubi dabei, das da fleißig baut. Es gibt wieder die 710, 11, 12, 13er. Grundholzkästen gefüllt oder auch leer, die 713. Es gibt den Geschenkkarton 10, 20, 30, 40, 50. Die dürften dann, sind die neu? 10, 20, 30, 40, das sind 700. Nein, 40, 50 gab es damals schon. Die kleinen dürften dann neuer sein. Ja, und das alte Logo, wie immer. So, schauen wir mal, wie es innen wird. Hoho, es gibt einen Lego-Stadtmann, den hatten wir. Es gibt die Einerreihen mit Aufdruck, es gibt die Platten mit Kurven, es gibt die Platten ohne Kurven, es gibt die Bäume, es gibt die Tankstelle, die Verkehrszeichen, die Lichtmasten, die Buchstaben, die Flaggen, den Lichtschirm. Schauen wir mal, ob wir was Neues finden. Es gibt die Fahrermotorräder, es gibt die Radelemente, es gibt die Platte mit der Drehscheibe, es gibt die Markierung mit Farben, das ist ja mal für die doofen Leute wie mich auch. Und da haben wir endlich Fliesen, jetzt geht's dahin, jetzt haben wir endlich Fliesen und die gab es damals schon in allen Farben. Die Flachsteine, also Platten in allen Größen und so weiter, die langen, die eckigen und die Normalsteinchen. Preis hat sich nicht verändert. Und die restlichen Bausteine, wie wir sie schon kennen, noch immer keine 2x2er-Kürbel. So, darüber geht es weiter mit den Dachelementen. Genau dasselbe. Aha, die Fahrzeuge haben sich verändert. Hier haben wir einen Citroën. Und ich sage euch was, auf den Bildern ist keine Garage mehr dabei. Ob man sich die damals schon weggespart hat, schauen wir mal. Ich mache jetzt hier schnell die Fenster, haben sie nicht verändert. Dann haben wir den Fiat. Wir haben den VW-Bus, wir haben wieder den Lasttankzug, wir haben den Lastzug mit geschlossenem Aufbau. Hier haben wir die Platten, hier wieder Lastzüge, Pritschen, Feuerwehr, Abschleppwagen, Sattelschlepper, die VW-Bullis, die Personenkraftwagen, den Opel, den Mercedes, den Karmann. Ulrich, den haben wir jetzt schon gelernt. Den Mercedes Cabrio, das VW, habe ich die Artikel ein bisschen vertauscht, aber das macht nichts, oder? Den Ford und wir haben hier ein Sammelpaket mit Fahrzeugen. Also, das ist aber mal interessant. Ein Paket mit allen Fahrzeugen. Also, das ist der Luxus von und zu überhaupt. Seht ihr das nicht? Wieso seht ihr? Ah, weil ich da unten so böse. Aber eh die andere Seite. Passt. Ich blättere auf die letzte Seite, das wird wieder ein Kurzfilm. Schauen wir mal, ob es was Neues gibt. Hier haben wir wieder die Platte, die Garage, die Radelemente und das Auto. Da hat sich nichts verändert. Da haben wir einen Traktor. Haben wir den Traktor 1964 schon gehabt? Kann mich nicht erinnern. Der Traktor ist neu. 316. Doch, den gab es schon, der Schmatz hat sich nicht gemerkt. Oje. 317, ein Pritschenwagen. Eine Windmühle, die ist neu. Die 318, die Windmühle, die ist aber hübsch. Ich glaube, die will ich haben. Soll ich mal eine Windmühle bauen? Sag's mal. Soll ich eine Windmühle bauen? Ja, schreibt mal drunter. Alter Knacker, bau die Windmühle. Und hier gibt es noch ein schönes Geschenkkartonhäuschen. Mein Problem ist immer, ich will immer alles haben, was ich sehe. Und endlich ist die 323 da. Die gibt es bei uns. Mhm. In der Vitrine. Und dann haben wir noch ein Haus mit Garage. Das ist schwer. Die Garagengrundplatten habe ich.
Und das war's schon wieder mit den Neuheiten. Ah, die Neuheiten sind rot und rot. Habt ihr das gelesen? Die Neuheiten sind... Also, es ist ja wieder gut vorbereitet, dieses Video. Die Neuheiten sind rot. Na, dann schauen wir, ob wir noch was Rotes finden. Ja, da gibt es den VW-Bus, der soll neu sein. Also erzählt mir das doch nicht. Den hat... Nein, der alte VW-Bus hatte eine andere Farbe. Ah, der war grün und der ist rot. Und das ist der Fiat, der ist neu, den haben wir eh. Und der Citroën ist auch neu, das haben wir schon erkannt. Und die Komplettkästen sind neu. Und die Fliesen sind neu. Ha! Also, das gefällt mir. Ein roter Rahmen, der gefällt mir. Ja! Ihr seht, ich bin massiv gut vorbereitet. Super toll. Achso, Entschuldigung. Super toll und überhaupt. Ich bin total begeistert, dass ihr zuschaut. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr ein kleines Klickelchen drunter macht auf Abonnieren. Mein Ziel, ihr wisst, 100 Abonnenten. Ich weiß nicht, sollte ich das jemals erreichen? Ich glaube, ich gehe in Ruhestand. Was mache ich, falls ich jemals 100 Abonnenten habe? Ja, wann diese Kataloge im Katalog waren, werde ich jetzt nicht dazu sagen. Ich glaube, da kommt ihr selber drauf. Und dann kriegt ihr noch eine schöne Hausübung. Findet heraus, wo man Kurt Waldheim, das war mal ein Präsident in Österreich, Bundespräsident, wo man den Kurt Waldheim noch heute hören kann? Tja, das ist die Frage an euch. Ich habe da die letzten Videos geschnitten, muss ich sagen, und mir hat das ganz gut gefallen. Und so schlimm blendet das gar nicht da hinten. Ich glaube, das lassen wir jetzt mal eine Weile so. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe heute ein neues Büro aufgeräumt. Also das wird schon richtig Kinderkram jetzt. In diesem Sinne, ich hoffe, es geht euch so gut wie mir. Esst was gescheit. Bis später, bis dann, bis irgendwann. Hier im Eitle Kinderkram, aber erst viel später.